Shoutout an Jojo, Lass und Pookie. LOL! Dein Kopf ist runder als ein Kreis. Was? Creator Code? Jo Jonas. Hey Leute, im heutigen Video reagieren wir auf den allerersten Song von Lukas Brawl Stars. So, und damit legen wir los. Wir sehen schon mal rein von den Stats. Wir haben bisher 20.000 Likes und 1.500 Dislikes. Es wird natürlich bestimmt auch einige Leute geben, die das Ganze disliken. Gerade bei so Songs ist natürlich auch immer so verschiedene Meinungen bei Musik und so weiter. Kommt bisher aber sehr gut an, über 3.000 Kommentare. Ich würde sagen, wir lassen es nicht zu sehr spoilern. Interessant ist übrigens, wir können die Qualität auf 4K stellen. Das ist echt ziemlich krasse Auflösung. Und ich würde sagen, wir legen los und sehen hier schon mal Lukas in der Schule, ne? Da haben wir vielleicht noch die Szene gesehen, auch bei dem einen Schulvideo, das er aufgenommen hat. Und wir sehen, Lukas ist schon mal so ein bisschen gelangweilt. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich bin sehr gespannt. Auf geht's. Okay. Oh nein. Und da wird der Lehrer schon mal abgeworfen, den wir auch aus dem Musikvideo kennen. Okay, also das Ganze starte ich mit Creator Code Lukas. Wir starten in der Schule, laufen hier raus und wir haben die ganzen Leute auch aus diesem Video, was Lukas schon aufgenommen hat. Und ich glaube, jetzt beginnt der Song erstmal richtig. Alter. Leute, es ist richtig cool gemacht. Das ist in so einem Studio aufgenommen, hat Lukas gesagt. Lol, einfach noch Crow hier. Da hören wir die hoch, richtig geil. Und da geht Lukas aus der Schule raus. Also an sich ist die Line scheinbar immer so aufgebaut, immer wenn ich zock, ist legendär. Also so ein bisschen dieses Legendäre aus Brawl Stars jeweils reingebracht. Er geht es hier aus der Schule raus, ne? Und man hat eben so diese Schullocation und da wird die Story so drauf aufgebaut. Also gerade das Musikvideo müssen wir uns echt genau anschauen, weil es echt aufwendig ist. Und ja, ich würde sagen, wir hören mal weiter rein. Also es war schon relativ viel Autotune jetzt am Anfang, war aber auch erst so der Opener. Ich glaube, es wird jetzt noch ein bisschen anders im Verlauf des Videos. Mal schauen. Das ist richtig cool. Der Nita und Bruce sind legendär. Und jetzt haben wir hier. Was hat er gesagt? Also ich muss sagen, man versteht relativ schlecht, was er sagt. Also nochmal zusammenfassen, was er bisher gesagt hat. Also immer wenn ich zock, ist legendär, gratis Megabox ist legendär. Also so immer dieses legendär als Hook oder als, wie sagt man das, als Refrain praktisch? Ich kenne mich mit Musik auch nicht so gut aus. Der Nita und Bruce sind legendär, genau. Alles was ich mache ist legendär, okay. So und jetzt geht's erstmal los. Ich krieg einen Schock, ich gehe in den Shop, gratis Megabox. Sehr gute Line auf jeden Fall, also das ist echt schwer zu verstehen teilweise. Was? Ich verstehe fast nichts. Das Megabox, Mortes Leben geht safe zu Ende. Mortes Leben geht safe zu Ende. Den Gegenstände, ich ziehe Gegenstände. Ey, das geht alles ein bisschen schnell. Müssen wir gleich mal. Und der Bruce, die sind viel zu wild, weil sie im Solo-Showdown alle Team. Ja, die ganzen Kinder außenrum, wie lustig. Und ich Winnie the Pooh. Du siehst schwarz nach meinen Ultimoves. Komm bei mir vorbei, weil hier immer was abgeht, wenn ich nicht. Es war so cool. Und jetzt kommt hier der Brawl Boss. Und er wird einfach von Leon reingezogen. Das ist halt, also das ist halt echt aufwendig gemacht, ne? Und jetzt ist der Brawl Stars weg. Ah, okay, Nita und Bruce killen alle Teamer in Solo-Showdown. Macht schon mal Sinn, ist auch eine gute Liner mit Solo-Showdown in Bezug, ne? Das ist Nita und nicht Winnie the Pooh. Okay, also die Line finde ich witzig, aber ist irgendwie auch ein bisschen random. Wie sind da drauf gekommen? Muss ich mal fragen auch. Nita und nicht, okay. Du siehst schwarz. Du siehst schwarz nach meinen Multimoves. Okay, interessant. Komm bei mir vorbei, weil hier immer was abgeht. Wenn ich nicht zock, dann warte ich auch auf das Update. Ah, okay, wenn ich nicht zocke, warte ich auf das Update. Und dann wird er in den Bus gezogen und jetzt geht's los. Ich glaube, jetzt sehen wir so ein bisschen, dass er von Leon, ne, in diese Brawl Stars-Welt gezogen wird. Das kennen wir schon auch aus seinen Animationen, die er schon hatte. Und jetzt geht's ab. Also ich finde auch schon mal cool, dass die Schule dazu mit einbezogen wurde. Ist halt gerade für viele Zuschauer bestimmt sehr interessant, weil die meisten von euch bestimmt in der Schule sind. Gehe ich mal noch von aus. Und deswegen ist auch eine Umgebung, die bestimmt vielen von euch bekannt ist. Jetzt wird er hier so von der Schulwelt in die Brawl-Welt reingezogen. Und jetzt sehen wir, er wird zum Brawler. Und hat eben auch 4000 Leben. Lukas, richtig cool. Jetzt sehen wir, was ist das für eine Umgebung? Kennt man die aus Brawl Stars? Ich weiß es nicht. Und da ist Mortis hinten dran. Oh, das sieht übel cool aus. Und jetzt kommt wieder der Refrain. Immer wenn ich zocke, ist legendär. Und jetzt beginnt hier so ein Battle. Oh mein Gott. Alter, er hat da so eine Nerf-Shotgun, keine Ahnung, wie man das nennt. Und muss den Mortis angreifen. Und auch der Lehrer ist hier am Zocken. Das ist auch eine coole Line. Treffe alle Ziele, als wäre ich Piper. Also wir sehen auch, wir auch vom Songtext her ist halt genau darauf geachtet worden, dass es eben auch zu Brawl Stars natürlich passt. Stimmung geht hoch wie die Bombe von Ball.
mich. Ah, jetzt habe ich verstanden. Auch die Stimmung geht hoch wie die Bombe von Dynamite. Also wieder Bros-Bezug. Und jetzt. Ich log mich ein, hab eine gute Zeit. Und dann beginnt der Refrain wieder. Okay, nice. So, dann sehen wir Lehrer nochmal und zocken. Lo. Und was auch wieder so ein geiles Detail ist. Hier, der Lehrer spielt einfach Mortis. Und er, lustigerweise, was halt wieder auch passend gemacht ist, er spielt Mortis richtig kacke. Ne? Mortis ist so der Gegner. Der Lehrer soll halt natürlich so ein bisschen als negativ dargestellt werden, weil die meisten Schüler wahrscheinlich Lehrer auch nicht so leiden können. Und dann sehen wir eben, wie auch hier mit Mortis in die Shelly rein dasht, ne? Die übrigens auch 11 Cubes hatte. LOL, und jetzt die Clash Games. Dein Kopf ist runder als ein Kreis. Was? Was kommt denn jetzt? Doch selbst damit bist du für alle unsichtbar, so wie Leon. LOL, die Line war auch richtig cool eigentlich. Und auch, okay, können wir nochmal rein? Ich kenne kein Clash Games, ich kenne nur Ei. Ich kenne kein Clash Games, ich kenne nur Ei. Das ist der Insider wegen Kevins Frisur, weil er eine Glatze hat, ne? Was ist da los? Dein Kopf ist runder als ein Kreis. Was ist da los? Sein Kopf ist runder als ein Kreis. Sehr gute Lines auf jeden Fall hier an Kevin. Deine Haare waren zwar pink, dicker Neon. Deine Haare waren zwar pink? Neon? Das verstehe ich nicht ganz. Müssen wir in die Kommentare schreiben, was er damit meint. Doch selbst damit bist du für alle unsichtbar, so wie Leon. Doch selbst mit seinen pinken Haaren ist er für alle unsichtbar, so wie Leon. Ja, das ist ein böser Diss auf jeden Fall, aber ja, also ich finde Kevin ist schon sehr gut aufgefallen mit seinen Haaren, muss man wirklich sagen. Shoutout an Jojo, Lass und Puki. LOL! Was? Alles andere als Noobies. Was hat er gesagt? Und Boxes ist was in meinem Blut fließt. Wann kommt endlich das Update, Dicker Zoomies? Was? LOL, aber es war irgendwie. Für alle unsichtbar, so wie Leon. Jetzt. Shoutout an Jojo, Lass und Puki. LOL, Shoutout an Jojo, Lass und Puki. Sehr geil. Sind sogar Grüße raus. Grüße zurück an der Stelle. Gameboy Bosse, alles. Gameboy Bosse? Andere als Noobies. Alles andere als Noobies. Ich glaub, war das nicht der Song von Pookie? Ah, ja, das war der Song von Pookie. Gameboy und Jamskins und Boxes hat er noch erwähnt. Jamskins und Boxes, genau. Was in meinem Blut fließt, wann kommt endlich das Update, Dicker, zu mies? Wann kommt endlich das Update zu mies? Aber wir schauen gerade nochmal aufs Battle auch im Hintergrund, sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen. So, wir sehen hier Mods nämlich die Ult und Lukas dodged die und wäre fast gestorben. Gameboy, Bosse, alles andere als Noobies. Oder healed, Mortis versteckt sich, ist mega cool, jetzt greift Mortis Lukas an. Und Mortis wird die Kugel, die auch mit der Schaufel ab. Oh, und greift jetzt an. Alter, das ist ganz knapp. Und was jetzt? Alter, Uli wahrscheinlich. Oh. LOL, und Mortis verhört uns in so einem Fledermaus-Show, Lukas gewinnt. Alter, das war richtig cool gemacht. Am Ende sehen wir nochmal meinen Lieblingsbrawler Leon. LOL, aber als ob ich einfach Leon reingepackt habe. Ich hätte ja selbst gedacht, dass sie nicht Nita da reinpacken. Das wäre eigentlich eher so für mein Musikvideo gedacht, finde ich, wenn man Leon reinpackt, weil es ja mein Lieblingsbrawler ist. Aber cool. Gerade mal auf die Lines. Doch egal, ich mach weiter. Dicker Zoomies. Doch egal, ich mach weiter, obwohl das Update nicht kommt. Meine Ziele, als wär ich Piper. Genau, jetzt wieder die Line mit Piper, okay. Ah, okay, das ist wieder dieselbe Refrain, okay. Aber krass gemacht auf jeden Fall mit der Animation. Und jetzt nochmal Leon hier im Schulbus. Aber zählt euch diesen Leon an, wie cool der gemacht ist. Der sieht richtig echt und in 3D aus. Also klar, natürlich wie eine Puppe, ist halt auch ein Brawler, ne, und kein richtiger Mensch. Aber muss man wirklich sagen, sieht schon sehr, sehr cool aus. Auch ein richtiger Bus, Lukas sitzt da drin. Und da so Leon eben dran, der aufs Handy schaut. Sehr, sehr cool. Den brauche ich auch mal für mein Video. Es ist legendär. Die Burg, aber auch die Megaboxen hier dran sind echt cool aus und auch diese Dings. Was ich tue, ist legendär. Und am Ende endet so. Und Lukas sitzt so im Bus und Leon verabschiedet ihn. Richtig, richtig geil gemacht. Auf das Ende. Und wir sehen sogar nochmal, dass Leon auch so unsichtbar wird, ne? Also auch ein richtig geiles Ende. Ja, soviel auf jeden Fall zum ersten Song von Lukas Bros. Stars. Schaut gerne noch bei ihm vorbei. Gerne eure Meinung zum Song in die Kommentare. Ich fand ihn auf jeden Fall sehr, sehr catchy und vor allem das Musikvideo war extremst krass gemacht. Und auch danke an Lukas, dass er mich auch im Musikvideo natürlich erwähnt hat. Und ja, wie immer, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, schaut gerne eure Meinung in die Kommentare und bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne ein Abo dalassen oder auch bei meinem E-Sports-Team vorbeischauen. Dort kommen tägliche Brawl Stars Clips. Hier sind noch zwei weitere Videovorschläge. Schau gerne vorbei und ciao.